Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Bioshock Infinite. Und was mir aufgefallen ist, ja, was ich gestern gar nicht gesehen habe, erstmal zu dem Speichersystem. Was ich zum Beispiel schon mal nicht so geil finde, ist halt wieder Kontrollpunkt speichern hier, ne? Ich meine mich erinnern zu können, dass bei Bioshock 1 und 2 ich gespeichert habe und genau da habe ich quasi auch weitergespielt. Hier musste ich doch mal von da hinten irgendwo wieder zurücklaufen bis hierhin. Ist jetzt nicht so megamäßig schlimm gewesen, aber ich mag solche Kontrollpunktspeicher-Dinger nicht. Und ja, dabei ist mir erstmal aufgefallen, dass dieser Laden aus der letzten Folge, in dem Moment, wo wir ankamen, ja erstmal angeflogen kam, ja? Also super geile Details, muss ich sagen. Habe ich gar nicht mitgekriegt letztes Mal, weil ich immer irgendwie so beeindruckt war von dem, was hier alles abgeht. Und ja, wie gesagt, wir befinden uns in Columbia, ja. Mussten uns durch den Weg schon mal durch irgendwelche gläubigen Freaks bahnen. Und gucken wir uns jetzt auch ein bisschen in der Stadt um, würde ich sagen, ne? Weil hier ist ja eine ganze Menge los. Ach ja, genau, ich lese natürlich fleißig Kommentare. Und ich habe natürlich schon Kommentare gelesen. Hadi, du hast da was übersehen und so. Ja, Leute, gewöhnt euch dran. Das wird vermutlich noch öfter passieren, als euch lieb ist. Deswegen spart euch am besten, außer bei mega wichtigen Sachen, dass ich irgendwas übersehen habe. Wenn ich irgendeine geile Waffe übersehen habe, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Aber wenn ich mal 5 Münzen vergessen habe, dann scheiß einfach drauf. Ich meine, ich bin jetzt auch leider echt ein kleiner Blindfisch und sehe nicht alles. Ja, hier wird ein Hydranten gespielt, aber die Hydranten sind irgendwie nicht rot. Ich habe Hydranten immer als rot in Erinnerung. Und was zum Teufel ist denn das? Ist das ein... Alter, what the fuck? Ist das ein bionisches Pferd? Nee, das ist einfach nur ein... Okay, alles klar. Ein komplett mechanisches Pferd. Hammerfett. Sieht geil aus. So, was haben wir denn hier noch? Okay, ich kann dir da nichts mitnehmen. Okay, hier findet gerade eine Parade statt. Oh, was ist das denn hier? Oh, das sieht aber nicht so schön aus hier. Was ist das denn hier für ein Grafikkram hier? Uncool. Oh, super. Briefkasten ist natürlich leer. Hier können wir noch ein bisschen was snacken. Wunderschön. So. Alles klar. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, wie ich schon letztes Mal sagte, Grafik beeindruckt mich wirklich. Ist jetzt, ja, ich weiß, ist jetzt keine Crysis-Grafik. Aber es sind die vielen kleinen Details, ja, und die Atmosphäre, die das Spiel einfach für in meinen Augen wirklich, wirklich, wirklich Columbia, ansehnlich macht. Verlosung. Jahrmarkt und Verlosung, okay. Ich muss vielleicht übrigens noch ein bisschen was an meinen Grafikeinstellungen einstellen, obwohl mein Rechner hardcore-mäßig übelst ist. Ist Fraps nicht so konform mit diesem Spiel hier. Aber ein paar Frame-Einbrüche ab und zu. Aber solange ihr ihn nicht habt, ist das vollkommen Wurst. Er ist stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Ah, okay, also haben die Leute hier verschiedene Eigenschaften. Also die halt die... Wolkenloser Himmel, milde Temperaturen bei leichtem Wind... Auf guten Glauben. ...unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Kurz und gut, schönstes Feiertagswetter, Columbia. Und nun wieder Musik. Ja, wieder Musik. Herzlich willkommen bei Columbia Radio. Radio FM! Vor allen Dingen, hammergeil. Ja, also, so ich das mitverstanden habe, sind hier die drei... Oh, was ist das denn hier? The Failed Shepherd. Seeks only to lead our lamp astray. Wer ist dieses Mädchen? Kinetoskop nutzen? Ja, aber gerne doch. Das Wort... Okay. The Failed Shepherd... Hammerfeld sind ja mit Untertitel. Wer ist der falsche Hirte? Okay.
Scheinbar sind diese Leute sehr, ich sag mal, erpicht darauf, dass ihre Religion eindeutig funktioniert. Also Störenfriede werden vermutlich auch nicht geduldet. Und was ich gerade immer noch sagen wollte, bevor ich hier fünfmal unterbrochen worden bin, ist das... Oh mein Gott, da passiert schon wieder was. Was ist das denn? Wie geil das einfach nur ist, ey. Oh Mann, ey. Wenn ein Spiel Atmosphäre hat, dann ist es auf jeden Fall dieses hier. Was ich gerade sagen wollte, ist zum sechsten Mal jetzt. Das ist wohl drei Haupt, ich sag mal, wünschenswerte Attribute gibt. Und zwar Schwert, Schlüssel und Schriftrolle oder sowas. Und ja, wahrscheinlich strebt man danach vollkommen zu sein. Anstecken? Wir sammeln für die patriotische Mädchenliga. Ja, gib mir doch mal einen. Andermal. Oh. Würde sich aber toll machen an ihrem Revers, falls sie sich's anders überlegen. Ich bin hier. Ja, ich komme wieder. So. Ach ja, was sagt denn... Okay, man, der Fall sagt, wir müssen eigentlich in die Richtung, aber wir gucken uns natürlich um. Ach ja, der Laden ist zu. Hier können wir sicherlich noch klauen. Nee, vor allen Dingen, aber die würde das auch sehen, also macht das nicht so viel Sinn. Na, komm. Oh, da blinkt was. Ah, ein neues Voxophon. Dann lass mal hören. Ein Mensch steigt ins Taufwasser. Als anderer Mensch entsteigt er ihm, wiedergeboren. Aber wer ist dieser Mann, der da untergetaucht ist? Vielleicht ist er Sünder und Heiliger in einem, bis ihn die Menschheit wieder erblickt. Oh ja, Prediger Comstock. Du hast den vollen Durchblick. Ich muss sagen, ich finde das Jahr 1912 Setting eigentlich ziemlich geil. Oh, guck mal, Kolibri. Oh, oh, niedlich. Jetzt ist er weg. Ne, der fliegt immer noch da. Ja, bravo, Applaus. Und da fliegen sie wieder dahin. Wunderbar. Ach, guck mal, die tanzen dazu zur nicht vorhandenen Musik. Okay, hier liegt nichts mehr rum. Wunderbar. Columbia Raffle and Fair. Fireworks Special Lewis Brothers. Okay. Ah, Sardinen essen. Na, mal her damit. Pass lieber auf, was du sagst, mein Freund. Solches Gerede fällt auf. Werd mir bloß nicht so ein Finkenradikaler, John. Ich will keine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? Okay. Was ist denn in der Kiste da drin? Na, komm, lass mich durch. In der Kiste ist gar nichts drin. Wunderschön. Okay, aber da liegt noch Geld. Und ein paar Chipse! Geil. Alter, leck mir das Nüdelchen. Das ist eine große Stadt. Sie haben sie gesagt. Telegramm für Sie. Ah. Telegramm für Sie, Sir. Für mich? Der Woodstop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Lutess. Was zum... Geh nach Monument Island und finde das Mädchen. Okay. The Tower protects the lamb from the failed shepherd. Oh, da blinkt was. Geld! Ah, können wir hier reingucken? Warte. Ja, wunderschön. Kann ich auch ran und wegzoomen? Nein. Auf jeden Fall, da geht Feuerwerk ab. Und ansonsten, ja, können wir natürlich diese wunderschöne Statue begutachten. Wunderbar, ja. Ein Meisterwerk. Okay, gerade waren die Texturen von dem Ding noch mega scheiße. Boah, mussten wohl nachladen. Müsli! Pep Drink! Was ich hier alles rumstelle. Was die Leute hier alles liegen lassen, du. Ich meine, ich bin hier wie ein Penner. Und ernähre mich Tag, von dem, was die Leute wegwerfen. Hallo? Ja, hallo. Achso, mehr hast du mir nicht zu sagen. Ja, aber trotzdem nett, dass du mich gegrüßt hast. Finde ich äußerst vorbildlich. Sieh sie dir an. Ist sie nicht eine Schönheit? Weißt du, alle Einwanderer sind hier durchgekommen. Ich wünschte, die würden noch normale Leute aufnehmen. Heute musst du schon jemand sein. Okay. Ja, ich bin ja wer, ne? Ich bin Booker, Junge. Ja, gucken wir uns erstmal hier wieder um. Oh, eine Banane, ja, alles klar. Erstmal wieder. Ohne Spaß. Voll das Penner geführt.
Aber egal, wir sind ja fremd in der Stadt. Wir haben noch kein Zuhause, dann sind wir quasi auch obdachlos. Oh, da smoked jemand. Na, was geht ab, Kumpel? Nix, okay, alles klar. Was machen die hier? Okay, keine Ahnung. Okay, die spielen. Hallo, mein Freund. Hallo. Ja, wunderbar. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. So. Kann ich mal hier durch, Kumpel? Die Straße ist gesperrt, Kumpel. Die bereiten schon das Feuerwerk vor. Da hinten ist genug TNT, um ganz Peking in die Luft zu jagen. Wieder mal. Na, gesperrt. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Okay. Ja gut, wir haben jetzt aber auch nicht allen Ernstes erwartet, dass uns die beiden wachsamen Officer durch dieses Tor lassen. Das sind keine Ammenmärchen. Nein, Herrschaft. Oh, immer diese Predigen. Ich spreche von Kräften. Produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Hör mal, geil, ich will auch Kräfte haben. Ich habe einer Kraft schon versucht. Ein Schluck und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten, und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Ja, gib mir mal was davon ab. Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze aus Cast seinen Fingern abfeuern kann. Würdet ihr mir glauben, junge Popcorn Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft, bockender Bronco. Soll ja, klar. Gelüft, geworfen oder umgestürzt Cast werden? Out the Devil spielen, bockender Bronco, okay. Mhm. Alles klar. How to play, protect the woman and the child. Hit the devil three times, okay. Alles klar. Wie mache ich das denn? Okay, wo ist denn der Teufel? Das da oben. Wow! Ach so! Ah, okay, ich muss ihn einfach nur finden. Ja, da ist er natürlich, ne? Teufel Nummer 2! Jetzt hat er einen Lauf! Oh ja, du hast ja mal. Wir haben einen Gewinner! Was kriege ich jetzt? Was kriege ich jetzt? Gewinne ich jetzt was? Wunderschön, ich habe Geld gekriegt. Gefällt mir. Die Kraft finde ich auf jeden Fall ziemlich witzig, Leute schweben zu lassen. Boah, guck mal, was man hier alles machen kann. Ja, Mark. Geil, hammerfett. Ich will mehr machen. Da. Oh, hammerfett, hier kann ich schießen. Luftschrottflinte benutzen. Oh, Zigaretten. Hammerfett. So, auf wen muss ich denn schießen hier? So. Nein, doch nicht so! In Stücke geschossen! Okay, also schwierig ist das jetzt noch nicht. Nein, zu schnell! Jawohl, ich hab sie alle erwischt. Jawohl, hab ich jetzt schon den ersten Preis gewonnen. Woo! Erster Platz, hammer geil, ey. Ja, komm, gib mir mal die Tasche hier. Haha! Geil. Hammer, fährt so eine Schrotflinte will ich auch haben. Was kann ich hier machen? Kann ich hier draufschlagen? Ne, hier kann ich nichts machen. Okay, was gibt's denn hier? Boah, hammergeil, hier kann ich so ein Pferd kaufen. Equus Mechanical, der automatische Hengst. Das Pferd der Zukunft, schon heute. Der automatische Hengst. Weil das nicht all gibt, ey. Weil das nicht all gibt. Bring down Skyline Vox. Okay, sind das irgendwie so Rebellen oder was? Na, das werden wir vermutlich noch früh genug erfahren. Ah, okay. Die Skylines von Columbia. Interessant. Hier wird ja angepriesen und angepriesen. Was gibt's denn hier? Oh, ein Verkaufsautomat. Brockender Bronco. Ah, das ist die Fähigkeit.
Okay, na, da haben wir überhaupt nicht mal ansatzweise genug Cash, als dass wir uns das leisten können. Zeigen Sie Ihr großartiges Können! Jagen Sie Daisy Fitzroy und die üblen Schurken der Vox Populi! Ja, her damit, ne? Luftgewehr benutzen! Ich versuch's. Oh, da kann ich wieder Geld gewinnen. Einen Mutigen. Also, schießen Sie auf die Vox, wenn sie erscheinen. Mach ich. Hätten Sie genug, winkt ein Preis. Wenn Sie die Anarchistin Daisy Fitzroy... Gratis, gratis, gratis! Oh, die Waffen sehen auf jeden Fall cool aus. Ey, lol! Was war das denn für eine Scheiße? Ey! Okay, ich glaube, ich hätte das Mädel gerade abschneiden müssen. So, ah, ich habe den ersten Preis schon gewonnen. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ja? Aber geil, hä, mit dem Cash hier. Juhu! Wunderbar. Aber geil. Okay, wir merken, hier werden wir auf jeden Fall schon hardcore-mäßig beeinflusst und manipuliert, irgendwelche Leute, die die Gesellschaft stören, abzumurksen. Was gibt's denn mein hier? Freund, Projektor benutzen. Hat ein Automat schon mal ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Hat ein öffentliches Telefon sie nicht mit ihrer Liebsten verbunden? Tja, holen sie sich die Herrschaft von den Blechkameraden zurück. Mit Beherrschung sind sie der Chef. Jede Maschine wird ihnen zu Willen sein. Ach ja? Geben sie her. You don't say. Hör mal, geil. Neue Fähigkeit. Hören dir alle zu. Oh mein Gott. Beherrschung. Press to turn machines into Drücken allies. Und Maschinen werden zu Alliierten. Alles klar. Ja, das war kurz und knapp, aber verständlich. Drücke rechte Maustaste, während Beherrschung ausgerüstet ist, um eine Maschine zu einem Verbündeten zu machen. Verdammt, was war das? So, Projektor benutzen. Ach so, das ist quasi das gleiche nochmal in grün. Ah, okay. So. Wie kann ich denn jetzt überhaupt... Ach so. Was ist das denn hier? Ticket kaufen! Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Ja, ja, deine Mutter ist ein Würdenträger. Ich bin hier auch wichtig. Geschmacksrichtungen. So viele? Aber ich habe mich hier noch nicht umgesehen. Was geht denn hier eigentlich ab? Schon mal gesehen. Er wird zu traurig. Alter, der Typ sieht irgendwie voll abgefahren aus. Kommen Sie und sehen Sie den okay. Handyman. Ist er ein Mensch oder eine Maschine? Nur kolumbisches Genie konnte solch ein Wunder erschaffen. Okay. Der Typ sieht irgendwie nicht so ganz glücklich aus. Oh, also, der könnte den ganzen Stand hier hochstellen. Ja, übrigens. Auch nicht alles. Salzautomat benutzen. Was ist denn ein Salzautomat? Ach so, da, das sind meine Kräfte quasi. Ach so, ich muss hier Beherrschung anwenden. Das ist mir gerade angezeigt worden. Für die ganz Doofen, ja. Hätte ich jetzt aber auch nicht drüber nachgedacht. Ist aber mein einziges Laster. So, was gibt's denn hier? Okay, hier kann man kämpfen. Aus welchem Hafen kommst du denn? Sturm? Du verstehst, was ich meine, oder? Ja, und warum quatschst du mich so von der Seite an? So. So, alles klar. Ah, Sie an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich Sie bloß vorhin nicht erkannt? Komisch. Schön, einen Gentleman Ihres Formats auf unserem Jahrmarkt begrüßen zu dürfen. Ja, will ich ja wohl gesagt haben hier, ne? Gib mir das ein bisschen Salz hier. Aber fett. Ich würde mich aber gerne noch umgucken, weil ich weiß ja nicht, ob ich nicht noch irgendwo eine Attraktion übersehen habe. Zum Beispiel da oben war ich noch gerade. Voxaphone! Voxaphone! Okay, hier ist nichts. Voxaphone. Ah, da ist eins. Guck mal. Was ist dein Voxaphon? Was ist dein Voxaphon? Wie der Name sagt, ein Stimmenwiedergabegerät.
Hey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstrationssache. Ohne Spaß, der Hauptprotagonist gefällt mir. Die Wunde an Fortschritten wissen. Colombian Flag und Co. Achso, hier kann ich Flaggen kaufen. Wunderschön. Patriotismus for the win habe ich da, denke ich mir da nur. Schön, dann haben wir jetzt hier erstmal alles gesehen. Dann jumpen wir jetzt erstmal absolut in diese Richtung hier. So. Alles klar. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Okay. Zahl. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Okay. Scheinbar fehlt niemals Zahl. What the fuck? Interessant. Okay, da sind überall. Ach, okay. Ah, oh, da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Schade. Und da sind drei Hot Dogs. Ja, erstmal richtig gern wegsnacken hier. Was ist das denn hier Schönes? Okay. Ein Verkaufsautomat. Sehr schön. Gesundheitskit. Salz. Salz. Warte, jetzt will ich mal was ausprobieren. Okay, das kostet $36. Wenn ich das Ding jetzt hier beeinflusse. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Preis mal eben kurz sinkt, aber das ist scheinbar nicht der Fall. Aber ich habe gerade Money gekriegt. Dadurch, dass ich den beeinflusst habe. Oh, geil. Was liegt denn da unten? Oh! Geld! So. Wir haben nichts zu erzählen. Oh, der wirkt irgendwie desorientiert. Da könntest du. Auf mich wirkt er eher attraktiv. Ah, Harry, du bist wieder mal unmöglich. Oh ja. Es heißt, die Vater Franklin-Automaten werden bald frisch bestückt. Ja, natürlich, die Vater Franklin-Automaten. Da warte ich schon ein halbes Jahr noch, dass die endlich frisch bestückt werden. Mein Vorbild? Nun, Lady Comstock natürlich. Der Prophet segne und beschütze sie. Alter. Ach, die arme Frau. Der Prophet. Da haben wir noch Fässer. Geld. Ja, ja, das kann man nicht aufmachen. Oh Mann, ey, hier gibt es so viel zu entdecken. Das ist der reine Wahnsinn, ey. Guckt euch das mal an, was hier abgeht. Ja, das ist ja sensationell. Den Prachtkerl hier. Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ja, gibt es da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Vox verprügeln. Ah, das sind die Dinger, womit man sich an diese komischen Schienen hängen kann. Die man hier überall sieht, zum Beispiel da. Was geht denn da ab? What the fuck? Ah, ein Picknickkorb. Und wieder drei Geldmünzen gefunden. Was finde ich denn hier? Ein Schokoladenriegel. Okay. Madame Lutèce, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Finde ich aber gut, dass es auch wieder diese Audiologs gibt. Die waren immer schön. Was zum AD? You shall know the failed shepherd by his mark. Oh! Schön! Jetzt geht's direkt los, ja? Wissen wir also schon mal Bescheid. Da ist noch ein Picknickkorb. Ne, Geldbeutel. Oh, ne, schade. Boah, weil es hier alles zu entdecken gibt, das ist der Wahnsinn. Wie groß das hier vor allen Dingen alles auch ist. Oh, da habe ich Silber gekriegt. Plus Kaffee, beziehungsweise Salz für, für meine Fähigkeit.
Okay, was ist das hier? Polizei? Bedauere, Freund. Hier ist gesperrt. Das dachte ich mir schon fast. Machst du nix? Müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Okay. Oh, was ist das denn da? Für ein Automat. Dollar Bill. Ah, wieder ein Verkaufsautomat. Okay. Kann ich ihn jetzt auch wieder beeinflussen? Du hast nicht mehr viele Salze. Suche welche. Hier kann man Bälle kaufen. Aber warum? Auf wen kann ich denn werfen? Okay. Ah, Geld. Ja. Salz habe ich gefunden. Sehr schön. Guckt euch das mal an. Wie geil ist das denn? Oh, hier geht die Party ab. Nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen. Hey, Mister. Mister. Ja? Rede mit der Frau. Sorry, ja. Ich kaufe nichts. Dummchen. Die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. Oh mein Gott. 77? Das ist eine Glückszahl. Bring mir die Trommel. Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Columbia? Also dann, die Gewinnzahl ist Nummer 77. Tja, was sagt man dazu? Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis. Oh, was kriege ich denn? Okay, bei einem kleinen Anflug von Rassismus hier, habe ich gehört. Ja komm, ich werf das Ding erstmal in die Fresse. Da ist er! Wo hast du das Brandzeug her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs! Oh, nice! Bam! Da habe ich ihn niedergestreckt, ey. Okay, den hat's auf jeden Fall erwischt. Das Spiel ist definitiv nicht zimperlich. Au, ey! Bam, Junge! Alter! Okay. Jetzt wissen wir auch, warum das Spiel ab 18 ist. Aber entschuldige bitte, ich muss mal eben kurz den Nahkampf auf eine Maustaste legen. Wo ist denn hier V? V, da Nahkampf. Ja, alles klar. Erinnerung speichern und zurück. Ah, sehr schön, alles klar. Okay. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Was? Okay, jetzt geht hier mal diesmal wieder ein bisschen Action ab, ey. Aha. Lol, wo haut denn der drauf? Zack! Und du auch! Komm her! So, Leiche durchsuchen. Kaffee und Salz, sehr schön. Her damit. Soda, Salz. So, komm. Wie tötet ihn? Alter! Gibt der mir hier erstmal der Beine mit? Jawohl, eine Pistole! Aber gibt's hier nicht noch irgendwas anderes? Ich muss mich doch noch kurz umgucken hier. So! Oh, alles klar. Alles klar, das heißt für mich... Okay, hätte ja sein können, dass hier vielleicht noch irgendwo was rumliegt. Oh, das geht auf jeden Fall schon mal gut los hier.
Ich hab's ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja, ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. Okay, Negerhäftlinge oder was? Leck mich am Arsch, hier geht das ja richtig ab. Beherrschungshilfe! Vielleicht die Fähigkeit, Menschen zu beherrschen, die Selbstmord begehen. Wenn der Effekt abklingt. Kaufen? Aber hallo, ey. Ah, heißt also, ich habe jetzt meine Beherrschenfähigkeit insofern gepimpt, dass ich jetzt auch Menschen beeinflussen kann. Ah, interessant. Direkt mal ausprobieren. Possession now turns machine and man into allies. Ah ja. Hold and release to create a ghostly trap. Okay. Gedrückt halten. Drücke rechte Maustaste, um Maschinen oder Menschen zu Verbündeten zu machen. Du kannst rechte Maustaste halten und loslassen, um eine Beherrschungsfalle aufzustellen. Ah ja, okay, alles klar. Na egal, dich wollen wir erstmal so platt machen. Aber geil, Junge. Uiuiuiui. So, dann würde ich jetzt immer sagen, hier, ja, bevor wir da weitergehen. Okay, das Schiff liegt ab. Nein, tut es nicht. Würde ich sagen, machen wir erstmal eine Pause. Und ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt kommt mal ein bisschen Action hier in die ganze Sache. Und bis dahin würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Tag und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Bioshock Hardy. Miau! Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Geil ist.